So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und wie ihr alle wisst, bin ich ja immer noch krank, beziehungsweise erkältet, was auch immer, habe Halsschmerzen, alles Mögliche. Und was hilft da am besten? Immer schön eine heiße Milch mit Honig. Was aber, wenn ihr keine Honig, ach, wenn ihr keine Milch mehr zu Hause habt, geht auch eine Alternative. Alter, der Adi dreht schon wieder durch. Guck. Adi. Ja. Ja. Dann nimmt er immer seinen 1-Euro-Bären und schmeißt den einfach immer durch die Gegend. Hoch, Saldo vorwärts, Saldo rückwärts, Purzelbaum, alles Mögliche. Jetzt ist er wieder lieb, jetzt haben sie sich wieder vertragen. Wenn ihr keine Milch zur Hand habt, geht auch was anderes. Wer meine 7 Tage 7 Döner Aktion gesehen hat, da war ich ja jeden Tag dran, einen Döner zu holen, jeden Tag einen Döner zu essen, weil die im Angebot waren für 3 Euro beim 22. Jubiläum vom McDöner. Und habe immer gesagt, ich müsste auch mal einen Döner mit Honig probieren. Hat da nicht mehr reingepasst. Ich habe gesagt, da mache ich mal eine extra Folge. Jetzt ist doch aber gut, beruhig dich doch. Und das wollen wir heute mal probieren, deswegen haben wir uns heute einen Döner geholt, natürlich ohne Soße, dafür aber extra scharf. Da bin ich mal gespannt, wegen dem Corona ist ja jetzt auch alles umgemodelt. Ihr dürft jetzt nicht mehr rein, ihr dürft euch nicht mehr setzen, ihr dürft nicht mehr in das Lokal. Ihr müsst jetzt draußen am Fenster mit einer Leiter hochklettern, wie bei Rapunzel, müsst eure Bestellung aufgeben und der Döner wird dann wie ein Football rausgeworfen. Da könnt ihr den dann wieder auffangen. Wir haben jetzt hier also einen handelsüblichen Döner vom Dönermann mit Dönerfleisch und Dönerkraut im Dönerbrot, mit Dönertomaten und hoffe ich auch mit Dönergewürz. Ich sehe schon wieder nichts Scharfes, aber vielleicht geht das auch einfach nur ein bisschen unter. Die Hälfte vom Döner liegt jetzt eh unterm Tisch. Und dann war ich wieder mal einkaufen mit Pupsi und wir haben hier von Langnese so eine tolle, flotte Biene geholt. Da habe ich zwar noch eine zu Hause, die ist aber schon 100 Jahre alt, deswegen ist sie richtig fest und gelb. Und die ist noch schön goldig, flotte Biene, Sabinchens Honig, extra hier bunt geschrieben für kleine Kinder, ne? So sieht's aus. Den wollen wir jetzt aufmachen. Oder ist der schon auf? Ich weiß es gar nicht. Ugh. Der dürfte theoretisch noch zu sein. Ich weiß gar nicht, ob da extra was dran ist, was man aufzerren muss oder ob man den einfach so rausnehmen kann normalerweise. Wie geht das denn auf, Mann? Wer macht denn sowas? Vielleicht muss man den auch gar nicht aufmachen. Ich glaube, ich habe gleich die ganze Packung in der Hand. So, wie ihr seht, ist da gar kein Sicherheitsverschluss, keine Folie und nichts drunter. Wir hätten den also einfach so lassen können, wie er war, indem wir den hier aufklippen und dann hier den Honig rausmachen. Riecht auf jeden Fall süßlich. Den wollen wir jetzt mal auf den Döner drauf mehren. Wir nehmen den auch einfach mal hier aus der Alufolie raus, dass wir den nur in diesem Dönerpapier haben und probieren mal den Döner mit Honig, beziehungsweise den Honigdöner. Wer jetzt sagt, das ist doch eklig, wie kann man sowas machen? Bedenkt aber einfach, das ist nur was Herzhaftes mit was Süßem gemischt. Wenn ihr Hawaii-Toast zum Beispiel esst, da habt ihr auch den herzhaften Schinken gemischt mit der süßen Ananasnote. Und das ist ja nicht verkehrt. Woanders gibt es sogar Florida-Steaks. Die sind einfach mit Pfirsichen und Käse überbacken auf dem Fleisch. Gibt also viele Kombinationen. Wieso also nicht mal einen Honigdöner probieren? Gibt ja auch Läden, die verkaufen schon den Hawaii-Döner. Da ist also auch eine süße Ananas mit Döner gepaart. Wie das mit dem Honig aussieht, ist aber wieder eine andere Sache. Wir machen jetzt einfach mal hier oben eine kleine goldene Note drauf. Beißen mal in die Mitte, schauen mal, wie das schmeckt. Sieht ein bisschen schmierig aus, glänzt aber. Oha.
Ich glaube, der Honig ist so intensiv und so süß, da reicht es, glaube ich, wenn ihr weniger einfach drauf macht. Und ich glaube, es ist auch kein Vergleich zu einem Hawaii-Döner. Beim Hawaii-Döner mischt sich die Ananas eigentlich gut unter den Rest vom Döner und zu dem restlichen Geschmack mit den Soßen, mit dem Gemüse und alles passt irgendwie doch zusammen. Mit dem Honig hingegen, ihr habt da so eine extrem süße Note auf dem Döner, dass das für viele sicherlich zu süß wird. Ich probiere trotzdem nochmal ein bisschen. Hier habe ich nochmal ordentlich was drauf gemacht. Gut, aber ich muss sagen, so schlimm finde ich das jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Wer gerne was Süßes isst und irgendwie einen warmen, salatartigen Geschmack dazu möchte, wer gerne experimentierfreudig ist, kann das natürlich gerne mal ausprobieren. Den Honigdöner, wer auf verschiedene Geschmäcker ein bisschen ekelhaft reagiert, der sollte das auf jeden Fall lassen. Wenn ihr schon sagt, Ananas auf Pizza, das geht gar nicht. Wenn ihr sagt, Ananasdöner, oh mein Gott, der ist mit sowas komplett fehl an der Stelle. Denn es ist nochmal eine ganz andere Welt, als wenn ihr einfach einen Ananasdöner nehmt, einen Hawaii-Döner. Einfach ein Döner mit Honig, also nur für die Hatten, für die Hartgesottenen, für die Geschmackskrüppel unter uns. Probiert das einfach mal aus oder schreibt mal rein. Habt ihr auch schon mal Honig auf Döner probiert oder würdet ihr das mal probieren? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Der Adi wirft noch ein bisschen sein Bärchen rum. Ich hau den mir jetzt noch rein. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses.